Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter? Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na, dann halt mich doch auf. Was? Hermes. Aua! Hey! Das tut weh! Ja gut, dann halt der Start. Lass das! Das tut weh! Hier, nimm das! Tu es nicht! Und auch das! Stopp! Konsole. Nimm das! Nicht doch die Maschine! Ach so, na dann dich halt! Das tut weh! Gut, dann halt das Stahlträger. Nein! So, jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Was? Heul doch! Was? Cole? Ja, das... Cole? Alter! Was geht hier ab? Hilfe, diese ganzen Wendungen! Warum hat er die ganze... Warum hat er die ganzen Plan entworfen mit Deponia sprengen und... Elysium kreieren? Warum er? Was ist jetzt mit Goel? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay. Ich glaube, wir reden erst mal mit ihm, bevor ich mir diese Anzeige anschaue. Warte, du es nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Was? So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Bis er es nicht überlebt hat. Weil... Die Einstellungen waren ja optimal eigentlich noch. Jetzt können wir bestimmt die Sachen entrichtet und Wasser. Na, ob das wirklich noch gut ist? Der Koch. Ah. Ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sieht doch gut aus. Bodensack? Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Das ist super. Flasche? Ich weiß ja nicht recht. Ma, Schwamm drüber. Puh, da
Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Und dann plus noch das Olivenöl. Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wiederzubeleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Und das sind die Anzeige vielleicht? Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Jetzt leuchten zwei Lichter. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt gut ist. Können wir einfach mal probieren. Und dann den Schaltern rumspielen, bis was bringt. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Anscheinend reicht es für... Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Achso, ich kann mir überlegen, was ich klonen will, oder wie? Dann die Anzahl. Klone ich jetzt mal einen Rufus? Das kommt nicht in die Tüte! Ich bin einmalig! Mehr oder weniger. Schade. Und wenn es zwei sind? Das kommt nicht genug. Na gut, man kann ja versuchen. Organon? Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Ich mal ein. Oh nein, von diesen... Schade. Bleibt also nur Hermes übrig. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Warte! Der muss... Wir müssen... Nicht! Das ist doch zum Mäusemelken! Irgendwie müssen wir... Verstehe das nicht so ganz, ehrlich gesagt, gerade. Wenn wir jetzt noch mal einen erschaffen... Zwei. Bevor ich mir noch... Ach, dafür reicht's nicht. Bevor ich mir noch einen... Ah, okay, es muss also immer... Ich muss das den alten... Nicht! Immer wieder... Das ist doch... Tja. Der stirbt also immer wieder. Und wenn wir Goal... Ach, hier geht's rein. Oh, ein Schnabeltier. Ein Vampir-Schnabeltier? Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein, hörst du? Gut. Jetzt geht das schon wieder los. Oh. Oh, Baby-Schnabeltier.
irgendwie müssen wir das so machen, dass wir jetzt Olivenöl reintun. So auf die Eier. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Nicht doch. Na, mein, hast du Hunger? Nicht doch. Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Ich finde das Entchen auch putzig. So, und dann bin ich auch schon wieder, ihr habt es ja mal wieder gehört, ich wurde mal wieder angerufen. Diese Professionalität, man wird immer in den Aufnahmen angerufen. So. Tja. Können wir ja den Goal vielleicht mit dem Olivenöl irgendwie einreiben? Letzte Salbung. Sie ist nicht hungrig, sie ist tot und das ist meine Schuld. Schade. Wenn ich doch nur wüsste, was der Kerl mit dir vorhatte. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, wir müssen irgendwie an das... Können wir vielleicht das... Da ist eine Stechkarte. Oh, das ist doch, was man mir sagen. Na dann. Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Was denn? Das muss wohl da. Achso, wir müssen Feierabend machen. Dann damit. Der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Ja, deswegen sollst du ja jetzt damit aufhören. So. Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeit... Tja. Ach so, vielleicht kann unser Schnabeltierfreundin aufstechen. Einmal entwerten, bitte. Ah. Danke. Einfacher als gedacht. So, jetzt. Zack. Die Stechuhr damit. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt. Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Wow, ist das cool. Gut, jetzt können wir hier erstmal ein bisschen Zeug holen. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Ah, schlimm ist das. Zack. Zack. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Wow. So, jetzt ein bisschen Zeug hier. Zack. Das ist Pyrofitz. Muss man das kennen? Schauen wir uns das doch mal alles an. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Ach. Neckfett XXL. Meine Lieblingssorte. Es sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Plörofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst... Ja, das haben wir schon. Und das hier? Das werde ich mir merken. Ha, okay.
mir das Plorofitz mal auf, die mysteriös sechste Anzeige. Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Oder wir tun einfach mal alles rein. Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens und nicht nach den Zutaten für einen Feldsalat. Jodsalz? Ah. Wie sagt man doch so schön, was du frisst, das bist. Super. Plorofitz? Plorofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Perfekt. Fremdfett. Das wird lecker. Und Pommesbeutel. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Ah, jetzt dürften doch eigentlich... Nee, es fehlt noch was. Es fehlt noch Eiweiß. Das werde ich mir merken. Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens. Und Eiweiß kriegen wir logischerweise vom Schnabeltier. Können wir es vielleicht mit Knoblauch irgendwie... Vampire! Stimmt, Vampire mögen keinen Knoblauch. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Goldig. Der Arme. Und da hätten wir auch schon unser Eiweiß. Clever. Clever, clever. So. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Und jetzt können wir den dreimal klonen. Da der eine auf den Sack fällt. Haben wir zumindest einen von den alten Hermesen wieder. Zack, zack, und los geht's.